Hier präsentieren wir die 5 beste Benzinketten Siggen. Lass uns anfangen. Liste zu starten Nummer 5. Die Kettensäge Husqvarna Husqvarna 120-14-120 wird mit einem 35 cm langen Schwert geliefert. Diese Petroleum-Motorsäge kann ebenfalls mit einem 45 cm langen Schwert betrieben werden. Das macht die Husqvarna Husqvarna 120-14-120 Kettensäge einigermaßen kräftig. Sie benötigen zusätzlich Kettenöl, um die Säge laufen zu lassen. Hier ist ein regelmäßiger Einwand, gegen das dessen viele Kunden berichten, dass das Kettenöl auch freundlicherweise durch die automatisierte Kettenschmierung verteilt wird. Auch während des gesamten Verfahrens ist erkennbar, dass Ölabnahmen an der Stelle aufgrund des Zentrifugaldrucks der Kette verteilt werden. Die Wahrheit, dass die Säge komplett montiert geliefert wird, trägt ebenfalls zum guten Gesamteindruck bei. Wenn neu, die Husqvarna Husqvarna 120-14-120 Kettensäge ist gelegentlich schwierig zu starten. Die Benzinkettensäge geht gelegentlich in der Horizonte aus. Nummer 4. Die Makita R3200S40. Mit ihrer Schwertgröße von 40 cm ist sie besonders ideal für die Wohn- und Hofnutzung. Manche Personen berichten von einer effektiven Nutzung im Wald und auch bei der Reduzierung von Pulverholz. Zahlreiche Personen sind glücklich von der Effizienz der Säge verblüfft und erklären das Gardkit als feinzellig und extrem scharf. Bäume bis zu 50 cm groß und gut zu fällen, war für Käufer einfach. Probleme gab es zudem manchmal mit der Belastbarkeit des Kettenspanners, der zu Schaden neigt. Aufgrund der Nachteile macht die Makita R3200S40B etwas schlechter als die Stihl sowie Husqvarna Petroleum Power Sägen. Für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Die Dolmar Benzinkettensäge kann entweder mit einem 30 cm, 35 cm oder 40 cm langen Schwert betrieben werden und bietet damit auch eine fantastische Vielseitigkeit bei holzweiser Arbeit. Die Benzinkettensäge Dolmar PS32C40 ist wirklich bereit zu beginnen. Auch nach mehrmonatigen Arbeitspausen oder bei kühlem Temperaturniveau im Freien haben Käufer kein Problem damit, mit der Petroleum-Motorsäge zu beginnen. Das zuverlässige Verfahren dieser Benzinsäge ist sowohl bei der Reduzierung von Brennholz als auch beim Reduzieren von Bäumen offensichtlich. Auch an den Zähnen der Sägekette ist kein zu großer Verschleiß zu haben. Die Kette lässt sich bequem nachschärfen und ist auch hauptsächlich als strapazierfähig definiert. Das Auffüllen von Gas und auch Kettenöl erfolgt in einigen sehr einfachen Aktionen, viele dank der schnell erhältlichen Behälter. Nummer 2. Mit einer reduzierten Größe von 30 cm ist die Kettensäge Stihl MS-170 die kleinste Benzinmotorsäge in diesem Kontrast. Es wird von zahlreichen Personen aufgrund seines effektiven Verfahrens sowie der entsprechenden Motorisierung sehr geschätzt. Die Stihl MS-170, die in kleinen und mittelgroßen Werften abwartet, wird von allen Käufern als effektiv, einfach zu bedienen und von höchster Qualität angesehen. Zahlreiche Kunden loben die Einfachheit des Anfangs und auch das reduzierte Gewicht der Säge. Mit dem eingebauten Resonanzdämpfer und dem problemlosen Einhebelverfahren können auch Anfänger leicht Brennholz zerkleinern und sich auch um Bäume kümmern. Das Anspannen der Kette war für einige Kunden eine Schwierigkeit, die mit ein wenig Methode und auch Fähigkeit loswerden konnte. Und die Nummer 1 unserer Liste. Die Benzinkettensäge Schepper 5.910.113.903 ist mit einem Zweitakt-Ölmotor ausgestattet. Hinzugefügte Attribute bestehen aus einer Kette und einem Oregon-Schwert. Das Gardkit bewertet 4,5 kg ohne Schwert oder Kette. Der Kettenölbehälter fasst bis zu 210 ml und der Gasspeicher bis zu 260 ml. Bei der Verbesserung profitieren Sie bei der Nutzung der Säge von der automatisierten Kettenschmierung sowie dem Vibrationsschutzsystem, das Durchblutungsprobleme vermeidet. Die Kettenbremse sorgt dafür, dass die Kette bei einem Kickback in einem geteilten zweiten Platz aufhört. Für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen, abonnieren unseren YouTube-Kanal.